Nein, es leckt. Stampel. Ach, hör doch auf! Das ist doch Bullshit, Alter. Das ist richtiger Bullshit, Mann. Hallo und willkommen zurück zu Staffel 14, Folge 17. Ich wollte eigentlich nach der 16 offline gehen, weil es so laggy war, aber da wird gerade der Hilly gemacht. Da dachte ich mir, da kannst du ihn nicht entgehen lassen. Da kannst du einfach, das musst du versuchen, weil abzugreifen. Deswegen werde ich das jetzt noch in die Folge 17 mit reinnehmen. Und ja, dann werde ich offline gehen. Alles neu starten und gucken, wann ich wieder reinkomme. Oh, das ist ein Airdrop. Warte mal. Gib der hin. Ey, die ist ernsthaft down, Alter. Willst du mich verarschen? Du musst ja da bestimmt eine Arcade oder sowas haben. Ja, Airdrop oder Heli? Airdrop oder Heli? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Airdrop ist ja schon weit weg. Schüsse mit dem Revolver. Wir können mal gucken, ob der gelootet wird. Warum ist er da? Der Rentenspieler. Wo rennt er hin? Der farmt sich da einen ab. Er hat mich gesehen. Er rennt nach links weg. Es leckt schon wieder so heftig, Alter, ne? Nein, es leckt. Stampel. Ach, hör doch auf! Das ist doch Bullshit, Alter. Das ist richtiger Bullshit, Mann. Oh, Leute. Nee, jetzt wisst ihr, warum ich offline gehe und diesen Scheiß hier neu starten will. Junge, Junge, Junge. So ein Mega-Lag, ey. Ah. Krieg ich richtig einen Hass. Aber sowas von, Alter, ne? Meine Fresse. Unfassbar. Das Ding war safe, Mann. Das ist der zweite, wenn nicht der dritte Spieler, der jetzt hintereinander safe den Kill hätte kriegen müssen von mir. Aber nein. Dank diesen netten Spielchen hier. Alter, 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 Alter. So, F1 Kill. Junge, 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 Junge. Oh nein. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, gleich geschafft. Mann, 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 ey. Das regt mich so auf gerade. Ganz ehrlich, wenn sich das mit dem Spiel jetzt hier nicht bald verbessert, ne, dann gebe ich mir das nicht mehr hier. Dann suche ich mal ein anderes neues Spiel. Schon mal safe. Ich muss auf jeden Fall oben noch mal was machen. Das ist mir zu riskant hier. Gut, dann heißt wieder F1 Kill.
Und dann wieder warten. Tada, bis gleich. So, jetzt haben wir die letzte Fuhre hier am Start. Okay. Alles rein da. Alles klar. Gut, lock ich mich aus. Und dann, ja, werde ich demnächst, obwohl, ich überlege gerade. Ich baue das oben noch aus. Ich baue es nach außen, lock mich dann aus. Genau, so mache ich das. Alles klar, na dann, bis später. So, kurze Info nochmal. Ich habe jetzt vergessen aufzunehmen. Ich war unterwegs, habe gedacht, ich nehme auf, war aber nicht so. Ich habe mir jetzt die zweite Werkbank hier kräften können. Netterweise. Die werde ich jetzt aber... warte mal, warte mal, warte mal. Die stelle ich oben hin. Brauche ich nochmal einen Hammer. Zack. So. Den Schlafsack nehme ich auch nochmal weg. Hätte ich gar nicht wegnehmen müssen. Naja, egal. Oder stelle ich mir die hier hin? So, zack. Zack. Und zack. Dann wieder. Ach Mann, Umschalttaste gedrückt. Oben. Perfekt. Zweier Werkbank. So. Jetzt brauche ich nur noch Schrott. Und dann können wir uns... ach ja, genau. Haha, habt ihr noch nicht gesehen. Tada! Ne, perfekt. Gibt es sonst noch was Besonderes? Ich hatte einen Semi-Guy gefunden. Ich habe gesagt, ah, hier, ich habe ein Geschenk für dich. 21 Schrott. Hat er mir dafür die Spitzhacke geworfen hier. Nein, ich habe kein Airdrop gelootet. Ich habe die Dinger gerade in Kisten gefunden. Ja, also es sieht langsam nach ganz entspannten Sache aus. Ne? Jetzt heißt es nur Schrott farmen und dann kann man Spritzen machen. Pistolen machen und so weiter und so weiter. So, dann, bis später. So, ich werde jetzt in der Folge 17 hier nochmal schnell versuchen. Lol, die Wand war noch nicht da. Fuck. Na gut, versuchen die Dinger hier zu schreddern im Hafen. Dann habe ich genügend Schrott zusammen, um mir die 556er zu erlernen. Dann ist die Base definitiv safe. Hier kann ich die Turrets voll klatschen. Zweier Werkbank steht jetzt auch. Ich habe also mal ein bisschen was ausgelassen, nicht alles aufgenommen. Ich überlege gerade. Der Heli da hinten zum Hafen, ne? Shit. Da wo ich jetzt gerade hin will, ey. Ja, ich überlege gerade, was ich als nächstes lernen. Ich denke mal Revolver, Munition. Ich habe auch Brandmuni gefunden. Für Revolver. Ich habe auch Brandpfeile gefunden. Also wir könnten dann normalerweise theoretisch dann wieder raiden gehen. Müssen wir mal schauen, was wir als nächstes machen. Ich möchte auf jeden Fall jetzt erstmal die 556er lernen. Kann ich ganz beruhigt offline gehen bis morgen. Der Geheimraum ist auch fertig. Scheiße laut. Ah ne, das ist er. Okay. Junge, 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 sind hier viele Putzen entstanden. Das ist ja nicht normal, ey. Da bräuchte man einen zweiten Mann oder einen Leiter, könnte man einen großen Ofen ausrauben.
Scheiße, ich hätte mal noch mitnehmen können. Ich habe eine grüne Karte, hätten wir gleich mal looten können. Naja, egal. Ja, hier war ja der dicke, fette Leck. Jetzt geht's wieder. Okay, keiner da. Let's go. Schrott. Da haben wir jetzt 268, das reicht wunderbar denn. Ja, scheiße. Gitarre, ey. Schon die dritte, die ich jetzt habe. Ab. Ach komm. Nimm mal den nochmal mit schnell. Jetzt geht sowieso der Stoff langsam aus. Ja, wir haben noch einen weiteren Nachbarn bekommen. Der Ragnar. Der spielt hier auch öfters mal. Ich war vorhin auf dem German Starter. Und da ist wohl nichts mehr los mit unserer Gruppe. Und deswegen hat er gesagt, geht jetzt auch hier rauf. Nein, wir teamen nicht. Wir werden dann das so machen, dass wir uns gegenseitig Sachen ja, günstig traden. Hey, Pullover, toll. Hier ist gar nichts. Sieht auch schon toll aus, die Butze hier. So, dann werde ich jetzt gleich Munition kräften, wenn ich heil zu Hause ankommen sollte. Aber da, das nehme ich natürlich nicht auf, das wäre dann doch zu lame. Dann die Türme voll klatschen, die Turrets. Und ja. Ich morgen wieder hier auf dem Server join gucken, ob wir hier raided worden sind. Was ich aber nicht glaube. Also das wäre echt zu teuer, glaube ich. Es wird sich nicht lohnen. Ja, wenn sie dann auch noch auf den geheimen Lootraum rein wollen, dann gehen die da aber definitiv mit Verlust raus. Jetzt nicht überkommt. Oh. Die wurde gewadet hier. Halt. Okay, der schießt auf irgendwas. Perfekte Rückendeckung jetzt, um den Loot wegzubringen. Puh, geschafft. So, das war jetzt aber wirklich dann mit Folge 17 und bis zur Folge 18. Tschüss.